In Mission 8 sind wir endlich wieder nicht ganz auf uns gestellt, aber auch wenn es eigentlich vorgesehen ist, dass die Römer gegen das dunkle Volk vorgehen, passiert natürlich nichts dergleichen. Irgendwie kam man auch hier nicht auf die Idee, der KI zumindest teilweise die Möglichkeit zu geben, etwas gegen das dunkle Volk zu unternehmen. Aber zum Glück sind wir es ja inzwischen gewohnt, alles allein machen zu müssen. Die Siedlung der Römer ist größtenteils uninteressant, allerdings solltet ihr verhindern, dass die Anzahl ihrer Träger unter 10 fällt, da dies einen großen Angriff des dunklen Volks auf euch triggern würde. Andererseits werden die Römer meiner Erfahrung nach auch nicht das Ziel von Raids, das Problem ist vielmehr, dass sie nicht besonders effektiv gegen die dunklen Gärtner und ihre Eskorten vorgehen. Unter Umständen solltet ihr ihnen da etwas unter die Arme greifen. Unser Ziel ist es, diesen dunklen Tempel zu zerstören. Ob wir das mit oder ohne die angekündigte Verstärkung tun, ist egal, aber behaltet im Hinterkopf, dass das dunkle Volk auf normal 150% Kampfkraft erhält und damit 50% stärker ist als sonst. Hier sehen wir außerdem die drei Pilzfarmen, die, falls eine von ihnen zerstört wird, einen Angriff der Römer auf das dunkle Volk auslösen sollen, was aber natürlich nicht funktioniert. Zum Glück macht meine Cheese-Strategie auch aus dieser Mission eine ziemlich ruhige. Problematisch wird vielmehr der Mangel an gutem Ackerland. Falls ihr später also auch Eisen verarbeiten und eure Minen normal versorgen wollt, habt ihr weniger Platz für Sonnenblumen. Da ihr aber als Trojaner spielt, könnt ihr eigentlich auch auf eine Nahrungsproduktion verzichten. Ihr habt schließlich den besten Nahrungszauber im Spiel. Wo wir schon von Minen sprechen, der Berg westlich eurer Startposition bietet reichlich Eisen und Kohle. Im Norden findet ihr diese Rohstoffe ebenfalls, zusammen mit Steinen und Spuren von Gold. Am nordöstlichen Ende der Halbinsel findet ihr außerdem eine große Goldader. In dieser Mission wurde aber auch deutlich, dass ihr, wenn ihr später die verbotenen Gebäude verwenden wollt, auch die Startposition gegen Manakopter absichern müsst. Das ist hier aber ganz hilfreich, denn die angekündigte Verstärkung kommt nur, wenn sich im Umkreis der Startposition Krieger des dunklen Volks befinden. Außerdem muss einer von mehreren Punkten entlang der Grenze zum dunklen Volk dunkles Land sein, aber das wird praktisch automatisch passieren. Expandiert ansonsten stets nach Osten, um später die Expansion des dunklen Volks stoppen zu können. Sobald ihr genug Mana habt, kann sich ein Priester vom Süden aus an den Truppen des dunklen Volks vorbeischleichen und den Tempel mit dem Abkürzungszauber zerstören. Laut Skript sollte auch der Bau einer Burg im unteren rechten Viertel der Karte zum Sieg führen, aber das funktioniert nicht.